Inna al-insana rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li khubbir khayr lashadid. Afala ya'lamu idha bu'sira ma fi qubur wa hussila ma fi sudur inna rabbahum bihim yawma idhil lakhabir. Inna rabbahum bihim yawma idhil lakhabir. Das Reimschema hat sich wieder geändert. Aber der Inhalt hat sich auch wieder geändert. An dieser Stelle sagt Allah, weiß er denn nicht, wenn der Inhalt der Gräber herausgeworfen wird und das herausgeholt wird, was in den Herzen ist, dass ihr Herr sie wahrlich an jenem Tag wohl kennt. Hier geht es um die Lage des Menschen im Jenseits. Um die Gräber. Und was den Menschen erwartet. Das heißt, wir haben in dieser einen Sure drei Abschnitte, drei verschiedene Inhaltskontexte und Allah hat hier den Reim dem Inhalt angepasst. Nicht wie die Dichter und die Rapper, mit denen sich die Worte ausdenken und danach einen Inhalt dazu aufbauen. Es ist umgekehrt. Das ist etwas, was es so nicht gibt. Und das haben wir an mehreren Stellen im Koran. Wir haben dieses Beispiel jetzt gewählt, weil es ein kurzes Beispiel ist. Aber beispielsweise Sura Qiyamah ist genauso. Und das ist eine längere Sura. Und das ist für einen Menschen nicht möglich. So viel zu den Abschnitten. Was die Sätze im Koran anbelangt. Wir wissen, im Deutschen gibt es Begriffe und in vielen anderen Sprachen auch, die man von vorne und hinten gleich lesen kann. Von vorne und hinten kann man sie gleich lesen. Beispielsweise Mom, Dad oder Otto. Das sind alles, oder Anna. Man kann das von vorne und hinten gleich lesen. Aber jetzt stellt euch mal vor, dass man einen ganzen Satz hat, den man von vorne und hinten gleich lesen kann. Dass man aus diesen Begriffen einen Satz bastelt, diesem einen Kontext gibt, dieses Ganze muss einen Sinn ergeben und in ein ganzes Konstrukt passen. Nicht möglich. Ist nicht möglich. Man kann nicht sagen, Dad, Mom, Anna. Das ergibt keinen Sinn. Auch wenn man es von vorne und hinten gleich lesen kann. Und dazu muss es auch noch in einen Kontext rein. So Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ قُمْ فَأَنْذِرْ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. O du Bedeckter, erhebe dich und warne und verherrliche deinen Herrn. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. رَبَّكَ فَكَبِّرْ kann man vorne und hinten gleich lesen. Vorne und hinten gleich lesen. Und das Ganze ist in einem Kontext, das Ganze gibt einen Inhalt wieder und passt perfekt zu einem Abschnitt. Ist nicht einfach sinnlos zusammengespielt, zusammengewürfelt. Auch das ist für einen Menschen nicht möglich. Und wir wollen inshallah in den im nächsten Beispiel auch eine sehr, sehr bemerkenswerte Angelegenheit aufzeigen, nämlich in zwei Ayat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der einen Ayah, und ihr sollt eure Kinder nicht aus Armut töten, wir sorgen ja für euch und für sie. Ihr sollt eure Kinder nicht aus Armut töten, wir sorgen ja für euch und für sie. In einem anderen Vers sagt Allah, und tötet eure Kinder nicht aus Furcht vor Armut, wir sorgen ja für sie und für euch. So der Hukum, das Gesetz dieser Verse ist klar. Beide Verse haben das gleiche Gesetz. Man soll seine Kinder nicht töten, weil man fürchtet, durch sie zu verarmen. Klare Sache. Aber trotzdem, die Aya hört sich sehr, sehr ähnlich an. Und wenn man die beide jetzt vielleicht so hört, dann überhört man vielleicht hier den stilistischen Unterschied. Denn da ist ein Unterschied. Wenn wir uns die Aya genau betrachten, dann heißt es an der einen Stelle, und ihr sollt eure Kinder nicht aus Armut töten, wir sorgen ja für euch und für sie. Und an der anderen Stelle heißt es, und tötet eure Kinder nicht aus Furcht vor Armut, wir sorgen ja für sie und für euch. Im ersten Vers für euch und für sie, im zweiten Vers für sie und für euch. Warum jetzt? Warum dieser Unterschied? Ist es so, dass nichts Besseres gepasst hat, dass man keinen besseren Begriff benutzt hat, als es ansonsten sich nicht gereimt hätte? Nein, so ist es nicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat hier an dieser Stelle, an diesen beiden Zonen, extra diese, mit Absicht, diese Begriffe so gewählt. Weil sie so am besten passen. Warum? Denn es ist so, dass hier in diesen beiden Versen zwei verschiedene Personengruppen angesprochen werden. In dem einen Vers geht es um Menschen, die arm sind, nämlich
Und ihr sollt eure Kinder nicht aus Armut töten. Hier geht es um eine Gruppe von Menschen, die bereits arm sind. In dem zweiten Vers geht es um eine Gruppe von Menschen, die Armut fürchten. So lautet er, und tötet eure Kinder nicht aus Furcht vor Armut. Das heißt, sie sind nicht arm, sie fürchten Armut. Ja, das ist klar. So, und die haben halt Angst, wenn sie ein Kind bekommen, dass sie durch dieses Kind verarmen. So, und deswegen verändert auch Allah subhanahu wa ta'ala hier die Satzstruktur. Da ihre Befürchtungen verschiedene sind, verändert er auch denjenigen, den er anspricht. Bei denjenigen, wo es bei der Personengruppe, wo es darum ging, dass sie arm sind und deswegen ihre Kinder töten wollen, da sagt Allah, wir sorgen ja für euch und für sie. Das heißt, ihr seid arm, wir sorgen für euch. Und wir werden dann auch für eure Kinder sorgen. Das heißt, die Sorge derjenigen, die arm sind, der Personengruppe, sind sie im Vordergrund. Sie sind bereits arm. Und deswegen stellt Allah subhanahu wa ta'ala hier sie in den Vordergrund. Er sagt, wir sorgen für euch. In dem nächsten Vers haben sie Angst, diese Personengruppe hat Angst, wenn sie ein Kind bekommt, dass sie durch das Kind verarmen. Das heißt, der Schwerpunkt liegt bei wem? Beim Kind. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im zweiten Vers, und tötet eure Kinder nicht aus Furcht vor Armut, wir sorgen ja für sie und für euch. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala macht in diesem Vers klar, wir sorgen für eure Kinder, fürchtet nicht, dass ihr wegen ihnen arm werdet. Also wir sehen hier, wie Allah subhanahu wa ta'ala es schafft, wie er die Sorge des Menschen anspricht und so in eine Reihenfolge bringt. Ein Mensch, wenn ein Mensch das verfasst hatte, der wäre über diese Feinheit ganz klar übergetreten. Und das Ganze reimt sich noch und vermittelt hier klare, gefühlsbetonende Aspekte. Ein Mensch würde das völlig, komplett übersehen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist so präzise hier in dem Satzaufbau, wie er den Satz hier strukturiert, genau passend zum Inhalt, wie er ihn wiedergeben will. Das ist hier gemeint mit präziser Wiedergabe von Informationen. Präziser Wiedergabe von Informationen auf höchstem Niveau. Was nicht, was hier dann auch noch gleichzeitig mit dem, mit der Lyrik und mit den gefühlsbetonten Merkmalen auch dazu noch auf dem höchsten Niveau betrieben wird. Und das ist für einen Menschen nicht möglich. Das heißt, die Ayat hier sind kompakt gestaltet, sie beinhalten sehr viel Inhalt, sie geben sehr, sehr viel präzisen Inhalt wieder. Und das ist bei einigen Versen so, liebe Geschwister, dass man wirklich Bücher und Bänder über einen einzigen Vers schreiben könnte. Dass ein Vers zum Beispiel den kompletten Werdegang im Leben eines Menschen wiedergibt. Wir haben jetzt in diesem Kontext keine Zeit, das zu behandeln, aber inshallah werden wir in späteren Vorträgen, nicht jetzt in den nächsten, in vielen späteren Vorträgen, auch das aufzeigen, dass es Allah subhanahu wa ta'ala schafft, innerhalb von einer Ayah komplexe Sachverhalte präzise wiederzugeben. So wie wir auch in diesen Beispielen gegeben haben. Und ihr müsst euch vorstellen, dass es allein, was jetzt die Abschnitte anbelangt und die Sätze anbelangt, noch zahlreiche Beispiele gibt. Zahlreiche Beispiele. Wir könnten uns richtig vertiefen hier. Das ist ein ganzes Meer. Aber um das Ganze abzukürzen, weil wir noch vieles zu besprechen haben, wollen wir in den nächsten Vorträgen auf Begriffe eingehen, Worte, die Allah subhanahu wa ta'ala verwendet in verschiedenen Ayat und Suren, und Buchstaben, wie er die Buchstaben konstelliert. Das heißt, wenn man sich in diese Dinge vertieft, dann wird man die ganze Zeit diese Faszination erkennen. Wa jazakumullahu khairan, subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.